Da oben sind auch noch. Ne, holen wir erst die da oben, dann gehen wir runter. Ist auch noch was total übersehen. Schlimm. Ja, der Zaubersumpf. Eins meiner Lieblingslevel. Wenn nicht das Lieblingslevel. Ich finde das so geil. Wahrscheinlich werden jetzt einige sagen, was, bist du behindert? Das ist eines der beschissensten Level, die es gibt in Spyro. Aber ich finde es echt toll. Vor allem die ganzen Ideen, die da drin sind, das Design und so, das ist echt... Ich mag das Level. Wow, 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 wow. Hier sehen wir, glaube ich, eine Kugel oben hüpfen. Ja, und hier möchte uns Geldsack wieder irgendwas verkaufen. Weil wir holen uns erstmal die Edelsteine. So, was möchtest du denn von uns haben? Ein letztes Abenteuer für dich, Spyro. Es ist gar nicht so teuer, weißt du? 500? 200. Oh, der Canyon-Ring. Oh. Gute Wahl. Ich wette, ein schneller Drache wie du wird sein Geld in 0, nichts zurückgewinnen. Ja, das sowieso. Aber der Canyon-Ring ist... Na, mag ich nicht so. Okay. Gerade mal gucken, ob wir hier alles eingesammelt haben. Ja, da müssen wir gar nicht mit dem Strudel hoch, wenn wir eh schon hier sind. Dann können wir auch hier gerade hochgehen. Das glaube ich genauso schnell. So, waren wir schon hier oben? Ja, wir sind von hier oben, sind wir runtergeflogen. Dann gehen wir hier nach rechts. Was ist denn hier für ein Level? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich schätze mal, das ist... Nee, das ist das nicht. Was ist das denn für ein Level? Es ist ein großer Trost, dass du so viele Kugeln gesammelt hast. Mein Hightech-Tour bringt dich zum Wolkentempel. Wolkentempel? Oh, nö, 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 nö. Das mag ich nicht, das Level. Da kannst du immer schön... irgendwo anders hinstecken. Das mache ich nicht. Nee, ich möchte noch nicht daran. Ich möchte erst hier unten alles einsammeln. Jetzt könnte ich gleich wieder hier hinlaufen. Da habe ich keine Lust drauf. Oder? Nee, das ist das Geheimnis. Das bringt uns nach oben. So, wie heißt das jetzt? Robotica Farm Robot... Robotica Hof. Okay. War ich aber nah dran. Oh, es ist eine Farm. So, dann ist hier dieses mit den Kühen das Roboter. Oh, ich sehe, du weißt, was Kugeln wert sind, Spyro. Dieses eigenwillige Tor sollte mit deiner beeindruckenden Kugelsammlung perfekt funktionieren. Metropolis, genau. Das ist eigentlich auch ein ganz cooles Level. Das gefällt mir auch gut. Da oben sind noch Edelsteine. Hier sind ganz komische Treppenstufen. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. So, da drinnen sind, glaube ich, auch noch Edelsteine. Das heißt, wir können hier gar nicht alle holen. Oder? Spyro, du hast die Kugeln. Bald ist Dripto geschlagen, richtig? Richtig? Viel Glück jedenfalls. Er ist gleich hinter dieser Tür. Ja, ja. So, ich möchte da noch nicht rein. Ich möchte nur die Edelsteine. So. Gut. Dann fliegen wir jetzt. Da unten hin.
Man kann in diesem Level auch irgendwie... Ach, wir haben jetzt schon alle. Kommen wir da hin? Ja, wir kommen da hin, das ist gut. In dem Level kann man auch irgendwie so einen Glitch ausnutzen. Da kann man hier rumschwimmen in der Luft. Weiß aber leider nicht, wie das geht. Auf jeden Fall über diesen Weg hier kommen wir zu der Kugel, die wir eben gesehen haben. Misch da vorne. Dann hätten wir auch, glaube ich, schon alle Kugeln hier. Yep. Die Wintertundra wäre damit geschafft. Und ich glaube, wir machen jetzt direkt mal den Canyon Ring. Dann haben wir das nämlich hinter uns. Weil auf den Ring... Also es ist eigentlich der, der mir am wenigsten gefällt. Ich muss auch einfach mal direkt anfangen. Mist. Ich gehe ungern mit dem Weg. Oh, noch vorbeigelaufen. Mit dem Weg der Fahrer, weil man andersrum viel schneller ist. Na toll, jetzt müssen wir erstmal hier die Vögel zeigen. Fuck. Ach Mist, nur weil ich einen Drecksack da verpasst habe. Ach Mist. Hätten wir das direkt geschafft. Oh, schon wieder nicht. Das Schöne ist, dass das funktioniert, wenn wir auch mit dem Weg der Fahrer fahren, fliegen, brennen, wie auch immer. Ah, sehr gut. Auf jeden Fall gibt es hier auch wieder eine kleine andere Aufgabe in dem Level, wie auch in den anderen ganzen Level. Ups. Sehr gut. Ja. Drecksvieh, wo bist du? Was? Ja, sehr gut. Wir haben hier die Zeit geknackt. Oh. Gut, da müssen wir nämlich hier nicht mehr die Zeit knacken. Das ist ganz gut. Weil das war gerade ein Könnerpunkt. Man muss den Können, man muss halt diesen Dings in einer bestimmten Zeit schaffen, dann kriegt man den Könnerpunkt. Und das haben wir hier schon mal geschafft. Ja, es wäre eigentlich noch besser geworden. Ich schätze mal, man muss den unter 1.10 bieten, battlen, wie auch immer. Ja. Dann geht's jetzt ab zum Jäger. Der ist nämlich hier drüben irgendwo, genau da. Hallo. Okay, Spyro.
Bist du bereit, mein Flugzeug auszuprobieren? Ich habe es gerade repariert und bin ziemlich sicher, dass es jetzt nicht mehr abstürzt. Jo. Okay, Spyro. Du musst Folgendes tun. Ich bediene das Flugzeug per Fernsteuerung. Du musst also nur mit dem Maschinengewehr die Ziele treffen. Drück die Kreistaste zum Schießen und ziele mit den Richtungstasten oder dem Analog-Joystick. Ich muss mal gerade was ausprobieren. Controller-Einstellungen? Ja, okay. Es geht jetzt gerade ein bisschen schlecht. Ja, ja. Auf jeden Fall, das ist so ein Rail-Shooter. Nee, ich mach mal so weiter. Ich krieg das nicht hin, die Steuerung ist umgekehrt. Kann man das umstellen? Optionen? Nee. Na gut. Oh, ich hab das schon wieder nicht getroffen. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon mal am Anfang nicht abkacke. Aber vom Allerfeinsten. Das ist gut, dass wir da nochmal dran kamen. Oh. Hey, du hast ein Ziel. Das Gute ist, ich muss mich dann schon mal nicht auf den einen da konzentrieren. Und wir da nochmal dran kommen. Wäre natürlich schön, wenn ich den schon mal direkt schaffe. Dann kann ich mich direkt auf die anderen beiden konzentrieren. Auf die beiden Zeppelin, die wieder vorbeifliegen. Tut mir leid, dass ich hier teilweise so leise bin. Ich mach
immer leise bei meinen Displays. Hallo. Ganz schön. Ich würde sagen, wir lassen mal nicht treffen. Oh, ich hasse diese Aufgabe. Jäger, leck mich. Fett, Mann. Dass wir hier unbegrenzte Muni haben. Oh, es ist so dreckig. Oh, ich muss den direkt nach links ziehen. Oh Mann, ich hasse dieses Level und diese Aufgabe. Denn sie ist so beschissen, dass man in die Tüte kotzen könnte. Getroffen. Ich dachte, es ging noch weiter.
Oh Gott. Dankeschön. Nein, beenden. Das haben wir zum Glück komplett fertig, das Level. Oh. Bin ich erleichtert, ey. Gut. Ich würde sagen, wir machen hier für heute Schluss. Ich nehme immer so eine Stunde auf, ist mir mal aufgefallen. Ja, ich hoffe, euch hat die heutige Aufnahme gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!